Sie liebt Jason noch immer. Sie fühlt immer noch diese körperliche Besessenheit. Und bei Jason ist es genauso, bis sie ihn zerstört hat. Sie sind zwei ähnliche Tiere. Eigentlich passen sie gut zusammen. Es ist facettenreich, bisschen sexuell, bisschen aggressiv, auf einem schmalen Grad von... Medea ist nicht aus sich heraus angsteinflößend. Ihr wurde von Jason fürchterliches Unrecht angetan. Alle in dieser Geschichte sind ziemlich böse. Es geht also nicht um eine aggressive Frau, sondern um eine Frau, die durch die Umstände so agiert. Ich bin ziemlich leidenschaftlich, ganz grundsätzlich im Leben, das hilft mir sehr. Ich bevorzuge eine körperliche Herangehensweise. Durch die Bewegungen bekomme ich den Schwung, die Energie und kann mich fallen lassen. Ich durchlaufe verschiedene mentale Zustände. Aus dem Inneren wird etwas nach außen getragen. Sie spielen nicht. Wir sind keine SchauspielerInnen. Einige von uns sind sogar ziemlich schlechte. Es geht nicht darum zu spielen, sondern um ein körperliches Muster oder eine körperliche Landkarte, Choreografie, Bewegungen, Tanz, um eine emotionale Erfahrung beim Publikum mit genau den Emotionen, die wir versuchen darzustellen. Durch die Berge fahren, draußen sein, allein sein, im Wald. Das ist meditativ für mich. Nicht denken, nur sein. Abzuschalten ist wichtig. Mich vollkommen von meiner Arbeit zu lösen. Das Verhältnis zu meiner Arbeit war schon immer obsessiv. Das Radfahren verschafft mir eine Pause. In der antiken Tragödie Medea sind es die Männer, die über das Schicksal der Frauen entscheiden wollen. Der gefeierte Held Jason und Kreon, der König von Korinth, machen die eine zum Opfer, die andere zur Täterin und stürzen sich dabei selbst ins Verderben. Bei Männerduetten gibt es immer extreme Hebungen und die Tänzer werfen sich herum. Ich wollte, dass es übertrieben machohaft ist, ohne die großen Hebungen. Deshalb ist es so gestisch und sie berühren sich kein einziges Mal. Gute Musik rettet schlechten Tanz, aber guter Tanz keine schlechte Musik. Bei dem Duett von Jason und Kreon war es am schwierigsten, die richtige Musik zu finden. Aber mit einem eindringlichen elektronischen Sound ist es gelungen. Ich hatte das Glück, an diesem Stück mit James Pynchon zu arbeiten, mit dem ich schon für eine Ewigkeit zusammenarbeite. Er versteht die unterstützende Funktion. Er nimmt meine Vorschläge an und ist ernsthaft interessiert. Alles wurde aus der Ferne gemacht. Wir beginnen mit einer Beispielmusik. Dann schickt er mir Samples zurück. Daraus nehme ich mir, was mir gefällt, und lege schon mal los. Dann läuft es parallel und er bekommt Videos. Manchmal sage ich, ich brauche mehr Zeit. Können wir da eine Phrase tauschen, um etwas mehr Pause zu haben? Können wir das Cello rausschmeißen?
was auch immer. Die Ideen gehen hin und her. Wenn wir mal sehr müde sind, dann können wir uns an die Musik klammern und weitermachen. Manchmal muss man gar nicht mehr denken, denn die Musik hat einen schon weitergetragen. Im Fall von Medea haben lustigerweise nach den Vorstellungen oft Leute gefragt, wo kann ich den Soundtrack kaufen? Where can I get the soundtrack? Eine Musik, die es den TänzerInnen fast intuitiv erlaubt, sich in ihr zu bewegen. Doch der Tanz erfordert auch Präzision. Ich bin ein Zähler. Wenn ich tanze, zähle ich. Ich zähle nicht gern. Ich bin kein Zähler. Zählen ist sinnvoll bei großen Gruppennummern. Ein nützliches Werkzeug. Mit meiner eigenen Kompanie bin ich freier. Wir zählen, wenn wir müssen. Ich versuche immer eher im Moment verhaftet zu bleiben, obwohl es natürlich klare Einsätze gibt, klare Momente, in denen man immer die Acht trifft. Es gibt Stellen, die musikalisch ganz klar sind. An anderen Stellen wird die Musik auf uns abgestimmt, auf eine bestimmte Bewegung. Bei einem atmosphärischen Sound machen Jeronimo und ich immer eine bestimmte Bewegung. Und wir dachten uns, wie machen wir das? Wie kriegen wir das jedes Mal perfekt hin? Natürlich war es Thomas, der die Musik immer im richtigen Moment einspielte. Etwas enttäuschend, dass wir doch nicht wie ein Uhrwerk funktionierten. Die Musik ist ein Erzählstrang, der unter der Oberfläche der abstrakten Bewegungen liegt. Die Musik macht ganz deutlich, wenn etwas Schwerwiegendes passiert. Die Musik zeigt das. Wie der Todeskampf von Glauke und Kreon.
Wenn sie am Ende an ihr riechen, ist das für mich auch ein bisschen wie Rache. Jetzt sind wir hier und werden immer bei dir sein. Du hast uns getötet und jetzt wirst du uns nicht mehr los. Der anhaftende Odem des Todes. Medea ist das egal. Sie stößt sie weg. Medea handelt aus Leidenschaft in letzter Konsequenz. Betrogen und verstoßen, ersinnt sie ihren Racheplan. Sie begeht das Unvorstellbare. Die alles entscheidende Frage: Rache oder Vergebung? Vergebung. Vor allem für Jason. Immer Vergebung. Ja, das hört sich nicht sehr nach Medea an. Vergebung. Vergebung. Vergebung, oder? Rache? Himmel, nein. Die beste Rache ist Gleichgültigkeit. Wenn man kann.